Wir sind back bei unserem Feld. Ich habe gesagt, ich mache mir zwischen der Aufnahmepause Gedanken, ob ich hier so einen Glasgang reinziehen möchte. Ich habe das nicht getan. Natürlich habe ich das nicht getan, ist ja klar. Selbstverständlich nicht. Von daher überlegen wir es jetzt einfach spontan. Macht es Sinn? Eigentlich nicht. Wir können da aus Cobblestone so einen Wartungsgang reinziehen, damit wir hier hinten an den Redstone-Kram kommen, den wir später legen müssen, um das hier automatisch zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da einen Glasgang reinzuzimmern, weil man sieht da eh nichts. Right? Wenn man zugucken möchte, tut man es von hier vorne. Triggern tut man es von einem Schalter, der irgendwo hier sein wird, in diesem Bereich, nehme ich an, irgendwo mittig. Ich weiß nicht genau wo. Das heißt, das ist herzlich irrelevant, da zu stehen und zuzugucken. Ja, ich glaube, das machen wir nicht. Okay, ist in Ordnung. Das heißt aber für mich jetzt wiederum auch, dass wir das lassen können mit dem 8 breit. Ne? Und dass wir einfach das nächste Feld hier auch 8 breit daneben bauen. So, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig? 1, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Passt. So. Wir lassen hier jetzt wieder eine Reihe stehen. Das ist die Markierung später quasi, wo der Kies hinkommt für unsere Automatik. Und dann ruppen wir den Schlons hier noch raus. So. Ja, wundervoll, Leute. Wundervoll. Ich habe mir keinen wirklichen Plan gemacht eigentlich, was wir in diesem Part jetzt hier alles tun. Ich denke mal, oder in diesen Parts. Ich kann heute auch nicht so viel aufnehmen. Ich mache das jetzt gerade hier noch Samstag Vormittag, bevor ich dann zur Schwimmaufsicht, zur Badaufsicht an Langener Waldsee gehe. Von daher, jo, habe ich nicht so viel Zeit. Weil da zu spät kommen ist eher nicht so drin. Generell finde ich zu spät kommen immer scheiße, ne? Weiß nicht, ist auch so eine deutsche Sache irgendwie, glaube ich, dass man nicht zu spät kommen möchte, oder? I don't know. Ich finde es jedenfalls kacke. Mag das nicht. Aber ich mag es auch nicht, viel zu früh zu sein. Das ist immer, du musst so die Waage halten. Das ist auch immer nervig, wenn du irgendwo viel zu früh ankommst. Weil entweder bist du halt dann der einzige, erste, wie auch immer, der da halt rumhockt. Na, das ist dumm. Oder aber, je nachdem, wo du halt hingehst, störst du vielleicht sogar denjenigen oder ne, wie auch immer die Veranstaltung, was auch immer, wo du halt hingehst. Also angenommen, keine Ahnung, du bist in eine Geburtstagsparty eingeladen und bist eine halbe Stunde zu früh da oder eine Stunde zu früh da. Jo, vielleicht ist derjenige, der dich eingeladen hat, selber noch gar nicht ready. So, vielleicht sind die sich noch am Umziehen oder wie auch immer. Ne? Oder den Tisch decken oder was auch immer, ne? Das ist halt auch vollkommen kacke. Von daher darfst du halt auch nicht zu früh da sein. Da muss man sich immer so, muss sich das immer so die Waage halten. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe gestern, was gestern? Nein, vorgestern. Einfach random nochmal Taken 2 geguckt. Also, ne, 96 aus Taken. Und davon halt den zweiten. Ich weiß nicht warum, der war halt einfach irgendwie auf Sky und ich habe halt irgendwie gerade, keine Ahnung, gedacht, yo, irgendwas möchte ich gucken. Der ist mir ins Auge gesprungen und ich dachte so, ah ja, so ein Mindless Action-Film ist jetzt eigentlich ganz gut. Gucken wir den mal. Der ist echt nicht so besonders gut, aber ja, meine Güte. Also im Vergleich zu anderen Actionfilmen wie so einem John Wick oder sowas zum Beispiel, die Action ist halt in Taken einfach so unfassbar zerschnitten, ne? Das ist schon ein bisschen anstrengend. Das ist schon echt anstrengend zum Zugucken. Aber, wieso ich jetzt eigentlich darauf gekommen bin gerade, da gibt es eben auch eine Szene, wo der gute, wie heißt der, Brian Mills oder so in der Art? Egal, Liam Neeson halt, ne? Who cares, es ist halt Liam Neeson. wo der halt auch quasi in seinem Auto sitzt, er sollte um 2 halt irgendwie seine Tochter abholen oder so und er wartet halt so lange im Auto, bis die Uhr auf 2 umspringt und geht dann erst raus. Na? Das ist im Endeffekt genau das, was ich gerade meinte, er will halt auch nicht zu früh da sein. Selbst wenn es nur eine Minute ist, wenn eine Minute wäre es mir jetzt glaube ich egal. Aber ja, ist einfach so. Fühlt sich auch irgendwie blöd an, wenn man zu früh ist. So, wie ist hier gerade Gras hingekommen? Von da oben hier runter, das wächst? Echt? Das funktioniert? Das ist ja krass. Okay. So, das kommt auch noch weg. Wir müssen uns noch Gedanken machen, wie wir das Ganze hier beleuchten wollen später. Ich habe eigentlich vor, da irgendwie so Zäune drumherum zu bauen auf jeden Fall. Und dann müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir irgendwie so eine Art, ich sag mal, Beleuchtungsgestell oder so derart, weiß ich nicht, ob ich das nennen soll, oben drüber ziehen. Wisst ihr, wo wir dann Glowstone dranhängen oder so. Ne, wie so Laternen quasi. Oder ob wir einfach nur das Ganze mit Fackeln von außen rum beleuchten.
Weil es wäre schon sinnvoll, halt das beleuchtet zu haben. Einerseits, weil es besser aussieht, nachts auch, und andererseits, weil das Zeug dann halt besser wächst. Und ich glaube, ich tendiere dazu, es mit Glowstone zu machen. Das sollte dann eigentlich ganz gut aussehen. Ja. So, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir hier so viel runtergraben müssen eigentlich. Ne? Ich dachte schon, wenn wir das hier in diese Area bauen, dass sich das automatisch so ein bisschen angleicht, wie es hier ja vom... von der Welt her sowieso schon rumsteht quasi. Aber nicht wirklich. Also werden wir schon noch hier ein, zwei Schaufeln verbrennen müssen, befürchte ich. Aber gut, das ist dann so. Ich denke, auf der anderen Seite wird es weniger zu buddeln sein. Wir sind hier halt relativ hoch einfach noch. Es wird schon wieder Nacht. Das heißt, wir gehen hier auf jeden Fall gleich mal eine Runde schlafen. Oh, mein Inventar ist auch schon wieder voll. Ja, ich glaube, ich muss mal jetzt hier irgendwo eine Truhe hinbauen, ne? Ich muss mal gucken, wo ich noch Holz habe. Ansonsten werde ich mal kurz unsere Baumfarm da hinten besuchen. Weil das ist ansonsten jetzt ein bisschen nervig. So, kann ich hier raus? Nö, perfekt. Dann hier vorne. So, dann gehen wir einmal kurz in unsere Behelfsbasis hier hinten. Bevor schon wieder die nächsten 30 Creeper kommen und hier beim Abriss helfen wollen. Das finde ich zwar eigentlich immer ganz nett, aber irgendwie ist das jetzt ein bisschen unpraktisch, ne? Wenn die einfach mal random dazwischen kommen. Zack. So. Wunderbar. Die Herzen da unten sind immer noch so komisch, ne, so crispy. Weiß nicht, wie ich es nennen soll. So unsauber. Ich muss echt nochmal die alten Parts reingucken, ob das da schon immer so war. In der Aufnahme jetzt im Schnitt habe ich es gar nicht so sehr gesehen, aber es liegt auch daran, dass mein Vorschaufenster halt im Schnitt nicht so gigantisch groß ist. Wir haben tatsächlich noch Holz, das ist super. Dann können wir mal kurz eine Chest bauen. Ja, dass es nicht so gigantisch groß ist, wie gesagt. Aber es ist halt schon ein bisschen komisch irgendwie, dass mir das vorher überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich meine, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass das schon die ganze Zeit so war, wie gesagt. Aber ja, irgendwie ist es weird. Naja. So, die Reihe hier muss noch weg. Das wird allerdings dann schon direkt die Wasserreihe. So, da rühren wir den ganzen Schlons hier ein. Ey, wir werden so viele Erdkisten einfach später in unserem Lagerhaus haben, ne? Ich glaube, ich habe bisher 3 Doppelkisten für Erde vorgesehen. Ich glaube nicht mal, dass die reichen werden. Auf Dauer. Da werden wir dann noch neue hinzufügen müssen. Aber das ist egal, weil ich glaube, wir sollten eigentlich noch genug freie Kisten am Ende übrig haben im Lagerhaus. Das ist schon in Ordnung. So, wenn das jetzt passt, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Dann kommt hier die Wasserreihe rein. So. Und dann überlege ich mir jetzt, ob ich da noch ein drittes Feld dahinter baue, ne? Ob wir 3 machen, 3 Ebenen. Ich glaube, können wir schon machen, oder? Schadet eigentlich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. So. Ich hoffe echt, dass ich jetzt hier nicht irgendeinen Blödsinn baue, der nachher nicht gescheit funktioniert. Aber ich meine eigentlich, wir haben das in Anführungsstrichen gut genug geplant. Das sollte dann schon so passen. So. Perfekt. Dann haben wir den Wasserbalken. Jetzt muss ich einmal kurz von oben drauf gucken, wie das aussieht. Ob wir da noch easy eine Reihe machen. Ja. Bin echt nicht ganz happy damit, dass das obere Feld halt so viel kleiner ist, aber es muss es halt, weil ansonsten passt es mit dem Wasser einfach nicht, ne? Ich meine, ich hätte theoretisch das Wasser einfach eine Station höher bauen können, fällt mir gerade ein. Weil dann fließt es ja quasi erstmal runter und dann zählen ab da die Blöcke ja neu. Das ist gar nicht so blöd. Ey, actually, lass das machen, oder? Wir starten das Wasser einfach von weiter oben. Weil dann kann ich mich die Felder alle gleich groß machen. Das sieht jetzt nicht so blöd aus. Ich glaube, das ist besser. Oder? Dann würden wir quasi dafür sorgen, dass das Wasser hier aufgehalten wird. Hier ist Wasser und hier fließt es runter. Also nein, hier ist Wand quasi. Und dahinter fließt es dann runter. So. Und das müsste funktionieren. Ich teste das einmal ganz kurz. Weil in dem Moment, wo es hier runterfließt, fängt es ja quasi neu an zu zählen, richtig? Äh.
Hä? Was ist diese Wasserphysik, Alter? Achso, for real, ey. Die ist ja absolut random. Hä? Die... Dude, ey, bitte sag mir, dass die Wasserphysik nachher besser ist, wenn wir das alles dann nebeneinander haben, ne? Die Wasserquellen. Das ist ja komplett ass. Jetzt muss ich das hier echt einmal komplett so zubauen, nur um das zu testen. Ja, Mann. Okay, wenn es hier runterfließt, passt, dann fließt den Rest auch. Nice. Ja, dann machen wir das doch so einfach. Das ist viel klüger. Da ist mir doch gerade noch ein Geistesblitz gekommen. Das ist eigentlich echt viel klüger. So. Zack. Und dann ist das hier später der Kiesstapel sozusagen. So. Dann haben wir das Feld zwar noch ein bisschen weiter nach hier gezogen jetzt, aber das ist nicht schlimm. Ach so, aber jetzt ist es wieder ein Ticken überirdisch, ne? Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ah, scheiße. Ich kann das Ganze natürlich jetzt theoretisch noch eins weiter runterbauen. Aber jetzt ist es wieder ein Ticken überirdisch. Das wollte ich eigentlich verhindern. Ist das schlimm? Nee, guck mal, wir können hier so eine Reihe Cobblestone drumherum ziehen zum Beispiel und da dann die Zäune draufsetzen. Ja, aber dann ist es doch, dann ist es halt wieder... Ja, das ist wieder eins höher, als ich eigentlich wollte. Ich wollte, dass das komplett im Boden ist eigentlich. Ja. Das ist jetzt schon wieder blöd. Dann bauen wir das ganze Feld noch eins runter. Das wäre halt theoretisch eine Option. Aber dann wird es hier hinten schon echt tief, ne? Hm. Ich muss gerade mein Fenster ein bisschen anders schieben, damit ich den Aufnahmetimer sehe. Wie gesagt, ich habe nicht unendlich viel Zeit heute. Ah, das ist ein bisschen dumm, weil dann wird das schon echt tief hier. Na gut, wir machen es jetzt erstmal so. Später, wenn ich das mit echten Blöcken gebaut habe und mit echten Zäunen drum, vielleicht sieht das dann schon besser aus. Wenn nicht, dann werde ich das nochmal anpassen später. Aber... Ja... Das macht mich, glaube ich, nicht ganz glücklich jetzt, dass es nicht mehr auf der... oft nicht mehr ebenerdig ist. Weil genau deswegen mache ich den ganzen Stress ja hier, ansonsten hätte ich es auch einfach nach oben bauen können. Das ist ein bisschen blöd. Naja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Passt. Sehr gut. So, warte mal. So. Okay. Dann nehmen wir jetzt hier Feld Nummer 3 aus. Und ich glaube, dann sollte das passen. Dann kann ich mir das einmal angucken, wie das quasi aussehen würde. Und dann kann ich das Ganze nochmal auf der anderen Seite spiegeln. Dann müssen wir uns aber auch echt noch Gedanken machen, wie ich das mit dem Gang in der Mitte unten mache, ne? Der soll halt, wie gesagt, eigentlich Glas an beiden Seiten haben. Müssen wir mal schauen dann, ob sich das irgendwie machen lässt. Und vor allem... Oh! Alter! Warum hat meine Maus gerade so einen Sprung gemacht? Was war das denn? Junge, Junge, Junge. Und vor allem müssen wir irgendwie nochmal schauen dann auch, wie ich den Redstone halt verlege. Weil ich hatte eigentlich vor, dass... Ich weiß nicht, können wir es so machen, dass man mit mehreren Schaltern dieselbe Konstruktion triggert? Müsste man eigentlich machen können, oder? Ich glaube schon. Aber dann würde ich sagen, man macht Schalter oben hin, dass man das Ganze von oben triggern kann. Und man macht Schalten unten hin, falls man zugucken möchte. Ne? So nach dem Motto, einmal der Showroom, von dem aus man das triggern kann. Wenn es halt ums geil Aussehen geht. Und dann gibt es einfach den, ich sag mal, die Produktivstätte sozusagen, ne? Wo man das dann triggert, wenn es einfach nur darum geht, schnell möglichst... effizient das Weizen zu bekommen. Dann macht man das irgendwie direkt neben einer Ausgabestation oder so in der Art. Ja. Und ich glaube, dann müssen wir da auch irgendwo Kisten hinbauen tatsächlich, weil wenn wir das ganze Feld quasi abernten, ne? Diese dreistufigen Felder auf drei Seiten, auf drei Breiten quasi und auf zwei Seiten. Ich befürchte, selbst wenn ich mit komplett leerem Inventar herkomme, wäre das zu viel. Von daher müssten wir uns da auch noch was einfallen lassen dann. Aber alles nacheinander. Das Feld wird schon noch eine Weile in Anspruch nehmen, glaube ich, ne?
Ich bin sehr gespannt auf die Redstone-Konstruktion. Ich habe mit Redstone ja bisher in diesem Projekt gar nichts gemacht. Außer abgebaut. Null. Und generell, seit ich Minecraft spiele, habe ich auch mit Redstone noch nicht wirklich viel gebaut. Ich weiß, man kann da echt wilde Konstruktionen mitmachen, gerade heutzutage in den neuen Versionen. Ne? Das ist echt heftig, was da so geht. Aber ich glaube, auch in der Version hier müsste mit Redstone schon einiges machbar sein eigentlich. Ne? Du kannst so, ja, Türen bauen und so weiter, ne? Wo sich Blöcke dann so wegschieben und so, wenn du durchgehen möchtest. Also so richtige Schiebetüren mäßig quasi. Beziehungsweise halt so unsichtbare Türen einfach in der Wand. Aber das sind also Sachen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich meine, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, auch Sticky Pistons zu bauen, weil wir haben so ein paar Slimes herumfliegen. Müssen mal gucken, wie man so eine Slime-Farm baut. Ich glaube, auch die Dinger kann man irgendwie so ein bisschen absichtlich spawnen lassen. Oder ne, das so ein bisschen kontrolliert machen. Ich glaube, dafür muss man im Endeffekt einfach nur auf der richtigen Höhe so einen leeren Raum ausheben, unterirdisch, ne? Höhlemäßig. Weil in unserer einen, bei uns in der Mine da, in dieser einen Höhle direkt nebenan, da sind ja irgendwie schon ein paar Mal Slimes gespawnt, die ich dann halt während dem Bau da auch teilweise weggeruppt habe. Und daher, ich nehme an, wenn wir dort einfach zum Beispiel ein Loch buddeln würden, einigermaßen großes, wo die Platz hätten zum Spawnen, wird das wahrscheinlich als so eine Art Slime-Farm schon tun. Boah, weiß ich nicht. Werden wir uns immer mal befassen müssen, wenn ich mal mehr mit Slimes, mit Sticky Pistons machen möchte. Ich glaube erstmal... Ah, shit. Erstmal ist es jetzt nicht so wild. Das war's mit der Schaufel. Das ist ein bisschen blöd. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich glaube, ich habe keine Dias dabei, ne? Ja, safe nicht. Warum frage ich eigentlich? Ich habe auf gar keinen Fall Dias dabei. Nee. Ja, ich sollte mir echt mal zwei Dias-Schaufeln bauen einfach. Die gehen eh irgendwann weg. Gerade bei diesem Bauprojekt hier. Naja. Aber das war es eigentlich auch schon mit dem Feld, ne? Stimmt, das war es schon mit dem Feld. Okay, cool. Da hat das ja genau gepasst mit der Schaufel. So, das muss ich ja mal kurz raus. Danke. Dann gehen wir nochmal schlafen. Alter, ist schon wieder die zweite Nacht hier. Ist ja heftig. Das hier muss ich noch wieder zubauen, ne? Das sollte ja jetzt eigentlich... Wobei, das wird ja später vielleicht der zukünftige Weg dorthin. Ach, guck mal, hier habe ich noch die alten Fackeln abgesteckt und so weiter. Das könnte ich eigentlich dann nochmal irgendwann wegmachen. Also, okay, lol, jetzt demnächst, wenn ich dann das richtige Feld hinbaue. Ich glaube, jetzt gehen wir aber erstmal kurz zurück und holen uns eine neue Schaufel. Dann nehme ich kurz alles an Dreck mit, was ich mitnehmen kann. Warte mal. So. Zack. Und laden das schon mal im Lagerhaus ab, wenn ich jetzt eh den Weg dahin jogge. Ne? Neues Schwert brauchen wir auch bald. Wie fällt denn das noch aus? Ja, okay, 500 Schläge, das ist für ein Schwert schon auch ziemlich viel, denke ich. Ist hier vorne nicht gerade ein Skelett verreckt? Yep, nice. We take those. Wieso habe ich eine einzelne Seite dabei? Ja, das ist ein LOL. Die auch wegschmeißen können, hätte ich noch mehr Platz gehabt im Inventar. Na gut. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal den Äther müssen, glaube ich, weil mit dem ganzen Glowstone, den ich noch verbauen möchte. Das wird nicht aufgehen, du, das wird nicht aufgehen. So, wir haben den Stuff nicht mehr in unserer Mine rumliegen, ne? Die Dias, ne, die habe ich alle mitgenommen. Ja, ich muss auch bald wieder eine neue besorgen, tatsächlich, glaube ich. Wenn wir jetzt aktiv so viele verbrauchen. Mit 40 oder sollen wir noch rumliegen, ne? Aber ich möchte auch irgendwie nicht auf 0 runterkommen. Ne, warte. Geh erstmal kurz ins Lagerhaus und lade die ganze Erde ab. Und dann bauen wir uns ein neues Werkzeug. Das ist schon krass, ne? Mittlerweile ist unsere Welt hier so groß geworden, wenn du von A nach B möchtest, dann brauchst du schon erstmal so ein, zwei Minuten, um da durchzukommen. So, Moment. Rohstoffe sind hier irgendwo auf dieser Seite. Diamanten. Achso, ja klar. Nee, nevermind. Ich habe die ja noch nicht, ja. Ich habe die ja noch nicht umgezogen. Stimmt. Ich wollte erstmal die Erde ablegen, deswegen bin ich hergelaufen. Nein. Kohle gehört da nicht hin. So, ja, da ist die erste Erdkiste auch schon fast voll, ne? Wild. Wild, wild, wild. Ich hätte die Mob-Drop direkt abladen können, scheiße. Naja, wie gesagt, wir müssen irgendwann eh mal eine Folge machen, wo wir das hier alles umziehen, damit ich auch mal hier oben meinen Dachboden irgendwie ein bisschen selber nutzen kann. Nicht nur als Lagerplace. Von daher, ja.
Diamanten. Let's go. Dann nehmen wir die mal mit. Zack. Da. Eine Schippe machen wir. Ja, komm, mach ich die zwei Schippen einfach, oder? Ja, komm, wir brauchen die eh irgendwann, ist egal. Und ein neues Schwert brauche ich jetzt echt noch nicht. Das ist ein bisschen... Das hat noch ein bisschen. Wie gesagt, 500 Hits mit dem Schwert, da müsste ich schon noch... Da müsste ich schon noch einen ganz schönen Krieg anzetteln, damit das Probleme gibt. Ich könnte den Glowstone schon mitnehmen, wenn wir gerade hier sind. Ach, der ist aber gar nicht hier. Der Glowstone ist im Lagerhaus. Na gut. Na gut, dann ist es auch egal. Brauche ich sonst noch irgendwas von hier? Holz habe ich da drüben mit Holzfarm und so weiter sowieso, mit Baumfarm. Nö, ist glaube ich okay. Ja, dann joggen wir jetzt wieder entspannt zurück, ne? Ja. Wieso ist eigentlich hier nur ein einzelner Cobblestone? Blöde Frage. Sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Oder? Naja, wobei, jetzt sieht das hier doof aus. Ja, keine Ahnung. Lassen wir mal so. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich hier irgendwie noch einen Gang reinmache, ne, der eventuell in unseren Berg hier reinführt, der da ja fake aufgeschüttet ist. Damit müssten wir auch noch was machen mit dem Berg. Ich hatte auch überlegt, da noch irgendwas reinzubauen. Wir könnten so einen Underground-Bahnhof da reinbauen, ne? So als Station quasi, wenn wir da doch irgendwann so Minecart-mäßig was bauen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht so bauen, dass wir in unseren Minenkarten dann an jeden einzelnen Bauwerk quasi einen Bahnhof bauen. Das ergibt gar keinen Sinn und ist auch super schwer, das zu verbauen, glaube ich, mit Schienen und so weiter dann. Sondern dass wir irgendwie einfach sowas, ich sag mal, von A nach B einfach haben. Im Endeffekt, du fährst von da vorne bei unserer Bude quasi, meinetwegen von unter diesem Berg halt los mit der U-Bahn und kommst dann hier hinten meinetwegen in unserer Forschungseinrichtung raus. Na, das ist nicht so eine weite Strecke, das kann man glaube ich noch verkraften, so einen Tunnel zu bauen, auch wenn das trotzdem Ewigkeiten dauern würde. Und gleichzeitig habe ich es dann nicht mehr so weit bis zu den hinteren Bauwerken. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Also ich denke, darauf wird das hinauslaufen. So, ja, das ist das Feld. Da brauche ich jetzt noch eine Reihe für Wasser, wenn ich das richtig sehe. Und dann, nein. Zack. Uah. Ey, oh Mann, Alter, wie oft ich diesen Bug schon getriggert habe, dass ich halt irgendwelche Tasten gleichzeitig drücke und mich bewege, ohne mich zu bewegen. Das ist schon nervig. So. Zack. Und danach widmen wir uns mal der anderen Seite. Wie ist meine Maus heute komisch eingestellt? Ach cool, guck mal an. Ist immer ein gutes Gefühl, wenn man beim normalen Bauen einfach Eisen findet. Ich mag das. Das finde ich gut. So. Jetzt bauen wir das hier nochmal weiter. So. Ja, also ich glaube wirklich, das hier ist noch nicht so ganz geil. Das werde ich mir noch überlegen, ob ich das nicht wirklich eine Ebene tiefer baue noch alles. Aber dann wird das hier halt schon sehr tief, das muss man schon sagen. So, was haben wir hier an Eisen so schönes? So, nicht so viel, aber nehmen wir mit. Ich werde mir auch überlegen müssen, ob ich das ja mit Cobble ziehe oder wie ich das mache. Wobei man sieht das später eh nicht mehr, ne? Das ist eigentlich egal. Ich glaube, das ist eigentlich egal. Okay, so und das hier sollte die Höhe von dem Gang werden, habe ich gesagt, ne? Damit das hier mit dem Wasser eins tiefer ist, sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, im Endeffekt kann ich das hier eigentlich schon mal alles ausheben. Dann haben wir ja schon mal so einen Durchgang auf die andere Seite. Ja, eigentlich schon. Weil hier soll, genau, hier ist dann der drei breite Weg und dann kommen hier Glasblöcke davor. Wobei, dann müsste der Weg oben eigentlich vier breit sein, weil ich kann ja nicht Glas an die Oberfläche setzen. Das sah ja echt scheiße aus, oder? Ich weiß auch nicht genau, mit welchen Materialien wir das hier bauen. Ob es einfach wieder Stein, Holz, Glas wird, so ganz klassisch, oder ob wir hier vielleicht mal was mit Sandstone reinschmeißen. Ja, wir lassen uns das so ein bisschen überraschen, Leute. Lassen uns das so ein bisschen überraschen. So. Das wird noch ganz schön dauern hier, ne?
Das wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. So, lass mich kurz den ganzen Dreck hier einsammeln. So. Und dann machen wir hier im nächsten Part den Rest raus.